wirklich unglaublich. Hier kann man... Okay, ist das eigentlich kaputt? Nee. Das auch nicht, aber hier der Fels geht kaputt, das weiß ich genau. Und was war da drunter? War da drunter der letzte Super-Missile-Container? Ich weiß es gerade gar nicht. Was ist denn hier? Wieso habe ich Angst vor diesem Bereich? Ah, jetzt kommen wir nach Windstar, genau. Hoppla. Ja, genau, das ist der Transporter nach Windstar. Hier kann man auch erst hin, ob man Powerbomben hat, um den Bereich hier freizuspringen. Und so kommt man auch nach Quitteria. Aber durch einen mehr geheimen Weg. Gut, wäre irgendwie blöd, wenn man hier in dem Bereich käme. Was eigentlich aber lustig wäre, könnte man dann Mother Brain von hinten besiegen? Wenn man... Wäre ziemlich komisch. Wenn man sich jetzt vor Besiegen von Mother Brain die Super Missiles, die Powerbomben holt, kann man doch theoretisch den... die Kanone aktivieren und dann von hinten zur Mother Brain kommen. Oder täusche ich mich da jetzt? War zumindest ziemlich cool. Aber wahrscheinlich ist dann die Tür verriegelt. Nee, hier oben war nichts. Wo geht's da entlang? Ach, da geht's da. Wir haben jetzt extrem viel mehr gedacht, als ich... geschafft. Als ich dachte. Weil ich wirklich dachte, dass das Turian uns ein bisschen aufhält. Unglaublich, dass ich es so gut hinbekommen habe. Ich glaube, ich gehe mal den Weg da unten. Wenn mir da eine Idee gekommen ist, da oben ist noch ein bisschen was frei. Da könnte noch was sein. Schauen wir mal. Warte, wo war das jetzt? Na, da oben. So. Aufladen können wir uns kurz. Spricht nichts dagegen, würde ich sagen. So. 7 Powerbomben, 12 Supermissiles. 100 Missiles. Wenn man das so hochrechnet, was man jetzt im normalen Modus hätte, dann ist das unglaublich. Irgendwie ja mindestens 200 Missiles. 24 Super Missiles und 14 Powerbomben. Oh, und ich bin gleich richtig. Ich wusste doch, dass hier was schwer ist. Upsala, upsala. Der hier war ja nicht schwer, da bloß runterzufallen. Aber man muss hier jetzt Anlauf nehmen, muss dann hier hoch Screw-Attacken und hier dann Shine-Spark aktivieren. Und die Zeit ist ziemlich knapp bemessen, wenn ich mich da recht erinnere. Aber wir probieren es mal. Oh ja, und da gibt es noch einiges hin. Dings zu erledigen in Jutsu, ja, Jutsu. Irgendwie klappt heute alles besser, als ich dachte. Ist unglaublich. Ja. Das war's eigentlich, was ich heute erreichen wollte. Also eigentlich Crate und Turian. Vielleicht noch. Aber dass wir jetzt schon in Chosodia sind und hier alles machen können, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Und auch hier fehlen uns ein Energietank, der ist aber ganz oben beim Endboss.
Zwei Super Missiles und zwei Powerbomb Container. Ich glaube, die sind nicht mehr hier. Am Anfang sind, glaube ich, noch zwei Items. Ja, das sollten wir voll schnell finden. Upsala. Erstmal gehen wir hier weg. Ja, dann höre ich jetzt noch nicht auf. So, mach noch eine kleine Runde. Vielleicht finden wir schon ein paar Sachen. Ja. Und dann sind wir schon bald beim Endboss. Dann wäre auch das Remake vom ersten Teil bald abgeschlossen. Dann kann es ja bald weitergehen mit dem zweiten Teil. Tunnel kaputt, also können wir nicht mehr durchrennen. Schade. Oh je, oh je, oh je. Das hier ist jetzt eigentlich auch kein Problem mehr. Hoffe ich zum... Was mache ich denn? Hier die beiden töten. Alarm melden. Oh, 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 oh. Gar nicht schön, ihm zu begegnen. Los, lasst mich durch. Da vorne ist ja schon Speicherung. Oh Gott. Wie sie halt einfach nervig sind. So. Alarm beenden. Und nochmal aufladen. Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich glaube zum Eingang des Schiffs. Was uns begegnet irgendwas früher. So, hallo. Oh, danke. Ja, ich würde sagen, wir gehen zuerst da hoch. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Da ist Super Missile Container. Nein, 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 nein. Wo geht's denn hier wieder raus? Ich glaube da unten entlang, oder? Ja, oder nicht? Nee, da geht's. Da geht's weiter. Ah. Aber wo geht's denn wieder raus? Ah, warte, hier ist der. Wieso funktioniert der immer noch nicht? Ist der etwa gesperrt wegen dem schweren Modus? Oder was ist das? Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass der gesperrt ist. Ich wüsste jetzt auch nicht. Toll. Wieso? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Na, ist auch egal. Ja. Nein. Gut. So. Den hier killen. Oder bloß eingefrieren. Scheint ja auch egal. Warum sind hier immer noch die Laserstrahlen? Ja, wie blöd. Das bringt ja jetzt eigentlich auch nichts mehr. Was ist denn hier? Da sehe ich doch schon den Gang. Ich glaube, das ist der falsche. Ja. Ich glaube, da oben ist der richtige. Kommt mal hier wieder raus. Ich glaube von draußen irgendwo.
geht's in den untersten Bereich. Da können wir auch kurz reingehen. Einfach bloß um. War hier nichts? Und da geht's durch, aber das bringt uns auch nicht viel. Na dann. So, und hier weiter. Und jetzt sind wir schon wieder am Anfang. Ja, und Speicherraum. Wie passend. Haben wir jetzt eigentlich schon was gefunden? Ja, ich glaube, ein Super-Missile-Container, oder? Ja. Super. Noch zwei Powerbomben. Eine war, denke ich, draußen. Waren zwei Sachen? Hier ist was. Oder ich sehe es doch. Ja. Da fehlen noch zwei Powerbomben-Container. Ich glaube, die waren beide hier draußen, oder nicht? War hier was? Nee. Oh, da oben, das sieht man ja schon auf der Karte. Okay, da geht's wirklich wieder rein. Oh, wo war jetzt der letzte Powerbomben-Container? Ich werde da jetzt nicht nachgucken. Sondern einfach das nächste Mal dann ein bisschen umhersuchen. So im vorgespulten Dings umhersuchen, bis ich ihn dann gefunden habe. Glaube ich zumindest. Dann gibt es bloß einen neuen. Wie dumm ist das denn? Neue Powerbomben. Überall Häkchen. Überall Häkchen. Überall Häkchen. Überall Häkchen. Überall Häkchen. Und auch hier. Und hier fällt uns noch eine Powerbombe. Dann haben wir 9 Powerbomben. Wie idiotisch ist das denn? Oder 18. Der hätte noch eine mehr hergemusst. 15 Supermissiles, das wären dann 30, das ist okay, und 240 oder sowas Missiles. Musst du dir mal vorstellen, das ist so unglaublich viele Missiles, die du da am Ende hast, und die doppelte Menge, also 12 Energietanks. Ganz zum Schluss, das ist einfach nur abnormal. So viel reicht eigentlich vollkommen, würde ich sagen. Um das Spiel normal zu schaffen und in schwer natürlich auch. Aber ja, ich würde sagen, das war's. Habe ich abgespeichert? Ja, sonst hätte ich jetzt. Genau, ich speichere einfach nochmal. Zur Sicherheit. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns auf die Suche nach dem einen verlorenen Powerbomben-Container machen und dann den Boss in Angriff nehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.